Wir wollen euch heute 3 Tipps für den Einbau und den Betrieb des Max-Fans mit auf den Weg geben. Wo macht es aus unserer Sicht Sinn, von der vorgegebenen Einbauanleitung abzuweichen? Was montieren wir aus gutem Grund zusätzlich? Und wie könnt auch ihr vielleicht bei der Montage Geld sparen? Das schauen wir uns heute an. Los geht's! Heute geht es also um den MaxAir MaxFan Deluxe. Eine Produktvorstellung ist hier, glaube ich, gar nicht notwendig. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den schon kennt, ist sehr, sehr groß. Das Teil hat sich als wohl die beste Lösung einer Kombination aus Dachhaube und Ventilator am Markt durchgesetzt und wird jedes Jahr tausendfach verbaut. Wir hatten in unserem letzten Van auch schon einen und haben auch den da damals selbst eingebaut. Das war vor 2 Jahren im Tausch mit dem vorhandenen Mini-Heki. Auch dazu haben wir damals schon ein Video gemacht, das wir euch hier oben in der Ecke und auch unten in der Videobeschreibung verlinken werden, wenn ihr euch das anschauen wollt. Heute wollen wir nun also einen Max-Fan in unser neues Fahrzeug einbauen, einen noch ziemlich nackten Citroën Jumper L4 H3. Wir werden also vor allem auch den Dachausschnitt hier heute machen. Und dann werden wir zur Befestigung keine Schrauben nutzen, obwohl das so in der Montageanleitung des Herstellers eigentlich vorgegeben ist. Der will, dass wir insgesamt 16 Schrauben, diese Schrauben, durchs Blech jagen. Das machen wir nicht. Stattdessen werden wir den Max-Fan kleben. Warum und welche Materialien wir dafür verwenden, das erzählen und zeigen wir euch gleich im Prozess, genauso wie die anderen Tipps. Jetzt machen wir aber erstmal fix den Ausschnitt hier ins Dach. Wir versuchen das Video möglichst kurzweilig zu halten. Mal schauen, ob uns das gelingt. Auf geht's! Wir bauen den Max-Fan auch dieses Mal wieder hinten im Van, direkt über dem Bett ein. Man kann ihn natürlich genauso gut vorne einbauen und dafür dann hinten eine schöne große Dachluke. Aber uns ist es wichtiger, an heißen Tagen den Max-Fan anmachen zu können, damit er uns eine leichte Brise Frischluft von draußen auf die Haut pustet. Die Einbauposition ist dabei in Querrichtung vor allem von der Adapterplatte und vom Raster der Sicken auf dem Dach vorgegeben. In Längsrichtung muss man zudem die Querbalken der Karosserie beachten, da man die nicht so einfach durchtrennen darf. Das Ausschnittmaß von 40 x 40 cm passt beim H3 Superhochdach ziemlich exakt sowohl in das hinterste als auch in das zweithinterste Feld des Dachs. Wir entscheiden uns für das zweithinterste Feld, um eine möglichst mittige Position über dem Bett zu erreichen und bei Bedarf noch Hängeschränke dahinter bauen zu können. Mit einem kleinen Bohrer machen wir zunächst eine Testbohrung und zeichnen dann von oben die Maße des Adapterrahmens auf das Dach. Die umliegenden Flächen kleben wir mit Kreppband ab, um den Lack vor Kratzern zu schützen, die ansonsten passieren können, wenn man mit der Stichsäge darüber fährt. Das kleine Bohrloch erweitert Dirk daraufhin in mehreren Stufen, um es groß genug zu machen, dass das Stichsägeblatt durchpasst. Vor dem Sägen kleben wir von unten noch selbstklebende Folie unter dem Bereich des Ausschnitts. Das sorgt dafür, dass sich keine kleinteiligen Metallspäne überall im Innenraum verteilen. Das ist wichtig, da die sonst gerne in die Holme fallen und dort sehr schnell anfangen zu rosten. Und dann geht's ans Eingemachte. Dirk sägt das zweite Loch in unseren Van. Im Vergleich zum ersten Ausschnitt, den wir für unseren Longsleeper gemacht haben, ist hier das Stresslevel sehr viel geringer. Man lernt eben dazu. Mit einem großen Magnet sichert Dirk das Blech vor dem Runterfallen und zack, schon haben wir ein Loch im Dach. Sieht schon mal gut aus. Der Adapterrahmen und die Montageplatte des Max-Fans passen. Und zum Adapterrahmen noch ein Wort bzw. einen Tipp. Auch wenn das noch keiner der 3 Tipps ist, vielleicht ein kleiner Bonustipp. Wenn man den Max-Fan hier hinten einbaut oder auch irgendeine andere Dachluke, dann braucht man zwingend hier so einen Adapterrahmen, denn der gleicht diese Sickenvertiefung aus, die jeder Ducato Jumper Boxer hat.
bei den meisten Fahrzeugen, die wir kennen, ist der Adapterrahmen von Dometic verbaut, aber der kostet im Handel 125 Euro. Also 125 Euro für ein Stück Plastik. Das ist nicht das erste Mal, dass wir uns über die Preispolitik von Dometic beschweren. Aber diesen Preis muss man aus unserer Sicht nicht bezahlen, denn es gibt auch andere Anbieter. Wir haben hier den Adapterrahmen von MPK gekauft. Von dem war damals auch unsere kleine Dachluke im Knaus. Und dieser Adapterrahmen kostet, ich glaube, 29 Euro. Und er funktioniert aus unserer Sicht genauso gut. Also er ist ein bisschen schmaler und er hat hier diese Einkerbung. Aber ehrlicherweise stört uns nicht und sieht sowieso keiner. Also wenn ihr nicht gerade Geld verschenken wollt, dann nehmt nicht das Teil von Dometic. Und ich trage jetzt hier noch ein bisschen Rostschutzfarbe auf die offenen Schnittkanten auf. Und während die trocknet, kümmern wir uns um den Kleber und unseren richtigen Tipp Nummer 1. Was für ein cooler Shot, oder? Jetzt, wo wir langsam mehr und mehr Öffnungen im Van haben, ergeben sich wieder ganz neue Möglichkeiten. Stellt euch vor, ihr habt irgendwo am Meer oder auf einem schönen Stellplatz geparkt und macht dann da eine Videoaufnahme, wo ihr durch euren Camper durchfliegt und in der schönen Umgebung endet. Dieses Gefühl zurückzubekommen, darauf warten wir auch schon wieder sehnsüchtig. Aber wie ihr seht, es wird auch eine Weile dauern, bis wir wieder ausgiebig losziehen können. Vielleicht geht's euch da aber besser und ihr habt euren nächsten Urlaub schon geplant. Und wenn ihr dann so eine Aufnahme machen wollt oder auch so eine mit dem ganz automatisch unsichtbar gemachten Selfie-Stick, dann habt ihr euch vorher am besten diese Kamera hier gekauft, die Insta360 X3, die beste, die vielseitigste 360-Grad-Kamera, die wir je hatten, die nicht nur 5,7K bzw. mit einer Linse 4K filmen kann, sondern die durch ihre Bauart auch die ultimative Stabilisierung hat. Wackelnde Aufnahmen gehören damit der Vergangenheit an. Und sowieso ermöglicht diese Kamera so viele neue Möglichkeiten. Von Personentracking über smoothe Zeitrafferaufnahmen bis hin zu kreativen Ideen, die einfach Spaß machen. Wir können es echt kaum erwarten, wieder loszuziehen und hiermit neue Aufnahmen zu filmen. Wenn ihr darauf auch Bock habt, dann schnappt euch jetzt die Kamera samt exklusiver Gratiszugabe über unseren Link unten in der Videobeschreibung. Und wir schnappen uns jetzt den Kleber und kleben uns draußen auf der Straße fest. Nein, natürlich nicht. Wir kleben nur den Max-Fan auf dem Dach fest. Aber warum wollen wir ihn kleben, statt uns an die Montageanleitung zu halten? Denn die besagt, dass man Dichtmittel auftragen soll und dann den Max-Fan rundherum mit 16 Schrauben am Dach festschrauben soll. Für uns ist das eine leichte Entscheidung, denn es gibt inzwischen so gute Klebstoffe, die um ein Vielfaches die Haftkraft haben, die nötig ist, um den Max-Fan am Dach festzuhalten und die gleichzeitig dauerhaft so flexibel bleiben, dass das Ganze auch dicht ist. Da macht es aus unserer Sicht Sinn, auf diese ganzen zusätzlichen Löcher zu verzichten. Klar, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Wenn ihr euch lieber an die Herstellervorgaben halten wollt und euch diese 16 kleinen Löcher ins Dach schrauben wollt, dann ist das natürlich auch fein. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch das dicht bleibt, ist groß, wenn man ordentlich arbeitet, aber wenn man doch darauf verzichten kann, und das wollen wir eben dieses Mal, dann geht es eben auch anders. Und das ist eben unser Tipp Nummer 1, kleben statt schrauben. Wir haben uns hier Dekalin MS5 besorgt, ein ganz, ganz starker Kleb- und Dichtstoff, mit dem ich auch schon vor ein paar Jahren unsere erste Solaranlage aufs Dach geklebt habe und inzwischen auch schon ein paar andere Sachen. Und auf dem Caravansalon haben wir uns dann eigentlich durch Zufall länger mit den Leuten von Dekalin unterhalten und auch an deren kurzen Vorortschulung teilgenommen. Und
dabei haben die unter anderem davon berichtet, dass die zusammen mit MaxAir, also dem Hersteller vom MaxFan, Langzeittests gemacht haben, um sicherzugehen, dass die Zusammensetzung des Klebers auch in Verbindung mit dem Plastik vom MaxFan hält. Und spätestens da war für mich klar, dass wir ihn kleben und nicht verschrauben werden. Und wie man dabei am besten vorgehen sollte, zeige ich euch jetzt. Als erstes, da es inzwischen schon relativ kalt geworden ist, habe ich die Klebekartuschen vorhin schon in warmes Wasser gelegt. Das führt einfach dazu, dass der Kleber gleich ein kleines bisschen flüssiger ist, sich ein kleines bisschen besser verarbeiten lässt. Ihr könntet den auch einfach irgendwie auf eine Heizung legen oder irgendwie anders aufwärmen, aber hier gibt es nur warmes Wasser, daher ist das für uns die Lösung heute. Dann Reinigung. Alle Kontaktflächen müssen frei von Schmutz, von Fett, von Ölen, von was weiß ich sein. Den groben Dreck, den haben wir ja gerade schon abgemacht, um die Flächen aber jetzt wirklich rein zu bekommen, gehe ich da jetzt einmal mit einem Spezialreiniger drüber. Man kann den Kleber auch in einem praktischen Klebeset kaufen, den MS5. Da ist dann alles schon dabei, was man braucht. Ich hatte diesen Spezialreiniger aber diesmal einzeln in einer größeren Flasche gekauft, denn wir haben in den nächsten Wochen ja noch ein paar Flächen vor uns. Nächster Schritt und letzter Schritt der Vorbereitung, den Haftvermittler auftragen. Auch der ist Teil des Klebesets und der sorgt dafür, dass der Kleber gleich auch richtig hält. Fragt mich nicht, wie das funktioniert oder was da chemisch passiert, aber in der Anleitung steht, dass das notwendig ist bei allen harten, geschlossenen Flächen und damit auch bei Lack und beim Plastik. Also werde ich all diese Flächen gleich einmal einstreichen, dann muss man 5 Minuten warten, bis es abgelüftet hat und dann kann man kleben. Ich werde jetzt 2 Bahnen, 2 Klebewülste nebeneinander auftragen. Von der Haftkraft her würde auch eine Bahn locker ausreichen. Das Zeug hält 27 Kilo pro Quadratzentimeter. Das ist ja unfassbar viel, also da reicht eine Bahn wirklich locker. Ich ziehe aber trotzdem 2 Bahnen einfach, um für den Falle des Falles, um da eine doppelte Barriere gegen Feuchtigkeit zu haben. Ich habe auch schon ein paar Videos gesehen, relativ viele tatsächlich auch, wo Leute außen eine Bahn Kleber und innen eine Bahn Dichtmittel aufgetragen haben. Das würde ich aber nicht empfehlen. Ich habe das sogar extra bei Dekalin angefragt und die sagen auch, nein, das sollte man nicht machen, einfach weil das 2 unterschiedliche chemische Zusammensetzungen sind und die miteinander reagieren können. Und selbst wenn das nicht passiert, dann haben die immer noch unterschiedliche Ausdehnungsverhalten je nach Temperatur. Daher bleibt es bei der Empfehlung, das Beste, was man machen kann, sind 2 Bahnen Kleber und genau das machen wir jetzt. Das ist aber so, das hätte ich mit der Hand gar nicht hinbekommen. No. Ist leer? Doch, doch, ist leer. Ist leer. Ich habe glaube ich auch ein bisschen viel aufgetragen. Ich habe den Adapterrahmen jetzt so ganz leicht angedrückt, denn wir üben ja gleich nochmal Druck aus, wenn wir das nächste Teil hier drauf kleben. Man könnte natürlich auch darauf warten, bis das jetzt durchgetrocknet ist, einen Tag lang, aber so viel Geduld habe ich nicht. Thank you.
Ja, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Ich habe mehr Kleber verbraucht, als ich gedacht hätte. Also tatsächlich 2 komplette Kartuschen. Ich hatte gedacht, es braucht eine und ein bisschen mehr. Also kauft 2, wenn ihr das macht. Und ja, das Ergebnis, es sind jetzt nicht die allerschönsten Sichtnähte, die ich jemals gezogen habe, aber das passt. Und leider ging das Kreppband nicht überall hundertprozentig wieder ab. Das hat sich so ein bisschen festgepappt. Aber das mache ich morgen erst weg. Wir lassen den Kleber trocknen, bevor wir da irgendwie mit Reinigungsmittel rangehen. Und während der Kleber trocknet, zeigt euch Tina jetzt unseren Tipp Nummer 2. Innenliegende Gummidichtung. Das aber erst morgen. Neuer Tag, neues Glück. Endlich wieder hell draußen, also fast zumindest. Tatsächlich haben wir es schon 3 Tage später, da wir auf die Lieferung des Abdichtgummis gewartet haben. Leider vergeblich. Es scheint irgendwie bei DHL verloren gegangen zu sein. Daher müssen wir jetzt ein kleines bisschen improvisieren mit den Sachen, die wir da haben. Unser Ziel ist es, die Zwangsbelüftungsöffnung des Maxfans zu verschließen. Wie viele andere Dachluken hat auch der Maxfan Öffnungen, die auch im geschlossenen Zustand für Luftaustausch sorgen. Die wollen wir aber verschließen. Einerseits, weil das die Geräuschkulisse während der Fahrt reduziert. Andererseits, weil es dafür sorgt, dass an kalten Tagen oder wenn der Wind von hinten drauf bläst, keine kalte Luft in den Innenraum eindringen kann. Das ist an den allermeisten Tagen wahrscheinlich zwar zu vernachlässigen, aber dann, wenn es richtig kalt ist, dann merkt man diesen Luftaustausch eben doch. Und um das zu verhindern, wollen wir hier eine umlaufende Dichtung einziehen. Vor 2 Jahren haben wir uns dafür noch eine Gummidichtung selbst zurechtgebastelt. Heutzutage gibt es aber gleich mehrere Anbieter, die dafür fertige Sets anbieten. Wir haben jetzt dieses Mal das von caravandichtung.de bestellt, weil es mit 19,99 € einfach das günstigste war, das wir finden konnten und gleichzeitig auch den besten Eindruck gemacht hat. Das ist bestimmt ein paar Euro teurer, als die Dichtung einzeln zu bestellen. Aber dafür muss man dann eben nicht recherchieren, welche Dichtungen passen, ja, und sie dann auch nicht mehr zurechtschneiden. Das klappt aber natürlich nur, wenn es dann auch geliefert wird. Das wollte bei uns jetzt leider nicht funktionieren, aber wir zeigen euch das jetzt einmal mit ein paar anderen Dichtungen. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Es sind jetzt eben nicht die exakt passenden Dichtungen, aber ich denke, die Idee wird klar. Hier hinten an die kürzere Seite kommt eine Dichtung, die ein bisschen höher ist, weil hier der Abstand zur Haube größer ist, und auf die anderen 3 Seiten kommt umlaufend eine kleinere, niedrigere Dichtung. Und genau das ist also unser Tipp Nummer 2, wenn ihr an kalten Tagen den kühlen Luftzug unterbinden wollt und den Maxfan im gleichen Zuge etwas leiser machen wollt während der Fahrt, dann rüstet eine Gummidichtung nach. Und jetzt setzen wir das Ding aufs Dach und dann macht Dirk den Stromanschluss samt Tipp Nummer 3. Und sofern das Dichtungsset von caravandichtung.de doch noch geliefert wird, schreiben wir es unten in einen angepinnten Kommentar, ob und wie gut das passt. Wir haben uns übrigens wieder für die transparente Variante des Maxfans entschieden. Es gibt ihn auch in einer weißen und in einer schwarzen Variante, also dass die Haube weiß oder schwarz. Warum man die aber einbauen wollen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir mögen Licht. Licht von außen, Tageslicht. Daher sind wir bei der transparenten Variante geblieben, die einfach eben die meiste Lichtausbeute hat. Und jetzt wird der Maxfan einfach hier auf die Montagehalterung draufgesetzt. Dann muss man ihn mit ordentlich Druck nach unten schieben, damit die Schraubenlöcher parallel mit den Schraubenlöchern hier auf der Seite sind. Dann 4 Schrauben reindrehen und fertig ist das Ganze. Aufpasst, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden. Die schiebe ich einmal vorher durch. So. Jetzt hole ich aus meinem Känguru-Beutel die Schrauben. Na, Feste kommt ab, ne? Darf ich? Was? Die Folie abziehen? Ja, okay.
Love it! Um die hinteren Schrauben reindrehen zu können, habe ich mir ein kleines Hilfsmittel genommen. Hier ist so ein kleines Plastikvorsprung, da kann man draufsetzen und runterdrücken. Dann braucht man nicht hier oben eine Haube drücken, denn ich glaube, so viel Kraft hält die nicht aus. Das hat ganz gut funktioniert. Die Schrauben einfach ein bisschen schräg rein, dann ziehen die sich gerade. Und jetzt nur noch den Elektroanschluss. Der Elektroanschluss ist eigentlich super einfach. Aus dem MaxFan kommt ein Kabel mit zwei Adern, einmal Plus, einmal Minus. Die sind auch ja, gut gekennzeichnet. Und die muss man jetzt an irgendeine Leitung im Fahrzeug anschließen, die auf 12 Volt ausgelegt ist und die ja, ungefähr 35 Watt vom MaxFan noch vertragen kann. Wir haben da vor 2 Jahren einfach den nächstgelegenen Zigarettenanzünder mit angezapft. Hier im neuen Van haben wir bisher ja noch gar keine Leitung. Daher habe ich für Testzwecke gerade mal die Starterbatterie angezapft und ein Kabel bis hierher gelegt. Wir könnten mit der ganzen Sache jetzt in einer Minute fertig sein, aber seit ein paar Wochen geht das Gerücht um oder geht die Aussage um, geht die Angst um, dass der MaxFan, wenn er in Fahrzeugen mit Lithiumbatterien und Solaranlagen verbaut wird, dass er da aufgrund von Spannungsschwankungen häufig kaputt geht. Aufgekommen ist das wohl durch ein Video von einem, sagen wir, geschäftstüchtigen Händler, der auch hier auf YouTube aktiv ist. Der hat ein großes Thema gemacht aus einem Problem, das laut Aussage des Herstellers vom MaxFan eigentlich nur 3 bis 4 aus 1000 Fällen, also nur 0,3 bis 0,4% aller eingebauten MaxFans betrifft. Also ja, das Problem scheint zu bestehen, beziehungsweise soll zumindest bei älteren Modellen des MaxFans bestanden haben. Das hat der Hersteller eingeräumt. Die Schaltzentrale, also die Hauptelektronik des MaxFans, war oder ist nicht darauf ausgelegt, kurzzeitige, sehr hohe Spannungsspitzen zu verkraften. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das vor allem dann aufgetreten sein, wenn erstens der MaxFan im Standby-Modus war, also nicht angeschaltet war, zweitens die Batterie voll geladen war, aber dann drittens Strom entnommen wurde, so dass dann die Solarladeregler wieder angefangen haben, Strom zur Batterie durchzulassen. Da kann es dann wohl zu kurzzeitigen Spannungsspitzen kommen, für die Elektronik des MaxFans eben nicht ausgelegt war. Also ich bin da kein Fachmann, aber so habe ich die Berichte dazu zumindest wahrgenommen und verstanden. Und der besagte Händler, der hat daraufhin eben ein Video gemacht, in dem er sagt, der MaxFan ist Mist, der macht nur Probleme und sowieso ist er gar nicht so gut, wie immer alle sagen. Kauft besser was anderes. Und böse Zungen behaupten, dass er das vor allem deswegen gemacht hat, um seinen eigenen Dachventilator zu bewerben, der, Wunder oh Wunder, kurz davor ist, auf den Markt zu kommen. Ich will das gar nicht weiter kommentieren, sondern ich will mich auf das Positive oder das vermeintlich Positive darauf fokussieren, dass dieses Video eben hervorgebracht hat. Viele Leute wissen nämlich jetzt von dem Problem und viel wichtiger, vor allem wissen jetzt auch alle von der einfachen Lösung, wie man dieses Problem, das wie gesagt scheinbar nur bei 0,4% aller eingebauten MaxFans auftritt, wie man das ganz einfach verhindern kann, nämlich durch den Einbau eines kleinen Spannungswandlers. So ein Teil habe ich mir besorgt, das hat 27 Euro bei Amazon gekostet und der ist tatsächlich schon ein ganzes Stück ja, zu groß eigentlich. Der kann bis zu 10 Ampere, der MaxFan, der braucht nur knapp 3 Ampere. Von dem hier weiß ich aber, dass er funktioniert, denn der wurde uns empfohlen. Da habe ich gesagt, komm, was soll's, packen wir den eben mit rein. Ich habe ihn jetzt mal fix dazwischen geschaltet, also Plus und Minus vom MaxFan an den Ausgang des Spannungswandlers und Plus und Minus der stromführenden Leitung der Batterie an den Eingang des Spannungswandlers. Damit ist der MaxFan jetzt also auch gegen etwaige Spannungsspitzen geschützt. Ob es das wirklich braucht? Ich würde sagen nein. Denn bei uns im alten Van läuft der MaxFan auch ohne Spannungswandler jetzt seit 2 Jahren völlig ohne Probleme, trotz Lithium und trotz Solar. Und gerade letztes Jahr in Spanien haben wir ihn wirklich super viel genutzt. Auf der
Auf der anderen Seite, wer auf der sicheren Seite sein will, der kann die paar Euro natürlich auch einfach in die Hand nehmen. Egal ob bei einer Neuanschaffung oder auch wenn man den Max-Fan schon lange eingebaut hat, einfach als Nachrüstung. Denn 3 bis 4 Fälle aus 1000 sind super wenig. Außer man ist eben einer dieser 3 bis 4 Fälle, dann ist es natürlich super nervig. Und genau das haben wir jetzt eben auch zum Anlass genommen, dieses Mal einfach einen Spannungswandler dazwischen zu schalten. Bei der Zuziehhilfe für die Schiebetür wird das übrigens auch empfohlen. Und das ist also unser Tipp Nummer 3. Wenn ihr unsicher seid, dann investiert die paar Euro und baut euch einen Spannungswandler für den Max-Fan ein. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und braucht euch auch langfristig keine Sorgen darum zu machen. Und jetzt ist eigentlich nur noch eine Frage offen. Funktioniert das Teil auch? Das sieht sehr gut aus. Ich mag es ja, wenn Pläne funktionieren. Und wo ich die Fernbedienung in der Hand habe, noch ein letzter kleiner Bonustipp. Wir haben die Halterung von der Fernbedienung in unserem Knaus einfach mit so einem speziellen doppelseitigen Klebeband griffbereit nebens Bett geklebt. Damit kann man sich auch da die Schrauben sparen. Wir konnten das jetzt gerade nicht finden. Ich weiß nicht, wo das ist, aber wir blenden euch irgendwie ein Foto oder ein Artikelbild oder so davon ein. Das hält bei uns seit 2 Jahren super und auch die Halterung vom Router haben wir damit vorne ans Holz geklebt. Das funktioniert richtig gut. Das soll sich auch rückstandslos wieder entfernen lassen, aber den Teil haben wir bisher ehrlicherweise einfach noch nicht ausprobiert. Aber vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch trotzdem schon eine hilfreiche Anregung. Und damit haben wir es geschafft. Ich sag's euch, es ist ganz schön kalt hier inzwischen abends, deswegen haben wir jetzt ja uns dick in unsere Jacken gehüllt. Aber das waren unsere Tipps für den Einbau und den Betrieb des Max-Fans. Wir hoffen, wir konnten euch die ein oder andere Anregung mit auf den Weg geben. Wie geht's euch? Habt ihr noch andere Anregungen rund um den Max-Fan? Habt ihr auch einen verbaut und seid damit so happy, wie wir es sind? Oder geht's euch anders und ihr seid eine der 0,3 bis 0,4%, bei denen die Elektrik versagt hat? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt, eure Meinung zu hören. Auf jeden Fall. Und wenn ihr dann schon da unten im Kommentarbereich seid, dann drückt gerne auch auf den Daumen hoch, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Das hilft uns sehr, dass dem YouTube-Algorithmus zeigt, dass wir Videos machen, die es sich lohnt anzuschauen. Der Weg dann auch noch auf den Abonnieren-Button zu klicken, ist von da nicht mehr weit. Das würde uns natürlich auch riesig freuen. Ja, das ist und bleibt völlig kostenlos. Es hat aber den Vorteil, dass ihr zukünftige Videos von uns nicht verpasst. Und davon wird es in den nächsten Wochen und Monaten sind noch ein paar geplant. Noch einige geben. Ja. Ihr könnt es erahnen, wir haben mit dem Van noch viele spannende Schritte vor uns. Ja, Matratze reinlegen, losfahren, oder? Ja, genau. Es kann sein, dass wir für nächsten Sonntag noch mal kein Video haben, aber für die Zeit danach haben wir schon viele, viele Dinge geplant und in die Wege geleitet. Also bleibt gespannt. Ja, und bis es soweit ist, sagen wir danke fürs Zuschauen, habt einen wunderschönen Tag, bleibt trotz der inzwischen kühlen Temperaturen gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Teil hat sich. Alright. Let's do it to him. Hi. Hi. Hast du ein Loch gemacht? Yeah. Warte. Ganz kurz nochmal. Muss das sein? Ja. Ja, muss ich das schütteln? Oh, warum ist da gar nichts drauf? Oh no. Hä? Da ist kein Spülkopf drauf. Ah. Aha. Ah, na gut. Mit halb eingeschlafenen Beinen. That's the best way. That's the best way, yes.